Wer waren eigentlich Perpetua und Felicitas? Perpetua und Felicitas lebten der Überlieferung nach im 2. Jahrhundert nach Christus bei Karthago, dem heutigen Tunis. Perpetua war aus vornehmem Haus und Felicitas diente ihr als Sklavin. Die beiden waren zum Glauben an Jesus Christus gekommen und bereiteten sich als Katechumenen auf ihre Taufe vor. Doch dafür wurden sie ins Gefängnis geworfen. Perpetua musste ihren kleinen Sohn mit in den Kerker nehmen. Und Felicitas brachte 2 Tage vor ihrer Hinrichtung eine Tochter zur Welt, die später von einer christlichen Familie aufgezogen wurde. Noch im Gefängnis wurden die beiden Frauen getauft. Der Kaiser Septimius Severus ließ zum Geburtstag seines Sohnes eine Vorführung im Amphitheater von Karthago abhalten. Felicitas und Perpetua wurden dort zusammen mit anderen Christen wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen. Doch sie überlebten. Daraufhin sollten sie erstochen werden. Schwer verletzt ordnete sich Perpetua die Haare. Danach ging sie erhobenen Hauptes zum Henker und half ihm sogar dabei, sie zu erdolchen. Perpetua und Felicitas gehören zu den ersten Märtyrerinnen des Christentums. Und dafür verehren wir sie noch heute. Und übrigens, Felicitas und Perpetua kommen zusammen mit 5 anderen Frauen in einem der Hochgebete vor. Und das schon seit dem 7. Jahrhundert. Ihre Nennung sorgt für eine gewisse Gleichstellung zwischen Männern und Frauen. Trotzdem werden ihre Namen kaum in der Eucharistiefeier vorgelesen. Denn das erste Hochgebet wird selten genutzt und die Nennung ist optional.